Hey Leute und willkommen zu meiner neuen spoilerfreien Filmreview. Heute soll es um Aquaman gehen, dem bereits sechsten Film des DC Extended Universe, dem Gegenstück des Marvel Cinematic Universe. Als Sohn von Atlanna, Königin von Atlantis und Thomas, seinem Leuchtturmwärter, ist Arthur Curry dazu bestimmt, beide Welten, also Atlantis und die Welt der Menschen, zu vereinen. Daran hat er allerdings wenig Interesse. Als jedoch sein Halbbruder Orm an die Macht kommt und mit Krieg droht, reist Arthur, auf der Erde bekannt als Aquaman, nach Atlantis, um ihn aufzuhalten. Doch um seinen rechtmäßigen Anspruch auf den Thron zu bekommen, muss er den Dreizack des ersten Königs von Atlantis finden, der schon seit Jahrhunderten nicht mehr gesehen wurde. Zusammen mit Atlantis-Bewohnerin Mera macht er sich auf die Suche, wird dabei aber nicht nur von Orm gejagt, sondern auch von seinem neuen Rivalen Black Manta. Aquaman geht etwa 142 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und seit dem 20. Dezember 2018 in den deutschen Kinos. Kommen wir zu den Punkten, die mir gefallen haben. Ich war mir überhaupt nicht sicher, ob es das Geld wert wäre, sich Aquaman im Kino anzuschauen. Schließlich fand ich die 5 vorigen Filme sehr schwach und nicht gut umgesetzt. Die zogen sich etwa auf 3 Stunden und es wurde irgendwie nur gelabert. Und wenn es dann mal zur Action kam, dann höchstens 20 Minuten und dann war alles irgendwie so düster und fand ich irgendwie nicht so toll. Gut, kann DC natürlich so machen, die sind ja auch eher dafür bekannt, ein bisschen düsterer zu sein, aber für meinen Geschmack fand ich das jetzt irgendwie nicht ganz so passend. Jedenfalls sah der Trailer nicht ganz furchtbar, sondern vielmehr interessant aus. Er war viel heller von den Farben und auch ein bisschen mehr auf Abenteuer getrimmt. Das gefiel mir sehr gut und da wollte ich DC noch eine allerletzte Chance geben und ich wurde nicht enttäuscht. Der Film war deutlich besser als die 5 vorigen, er hatte sogar eine durchsichtige Handlung, die ich manchmal bei DC nicht so ganz erkenne und die war sogar spannend umgesetzt. Der Film besteht aus viel CGI und wenn ich viel sage, dann meine ich sehr, sehr viel. Das finde ich aber hier eher weniger schlimm, weil die Geschichte ja auch eher auf Fantasy-Abenteuer geht, vor allem mit viel Unterwasser, mit Kreaturen, die mittlerweile ausgestorben sind. Also ich finde, da ist es halt irgendwie nur logisch, auch ausreichend Computereffekte zu nutzen. Das fällt auch nur an einer Stelle eher unangenehm auf. Und zwar kämpft Atlanna am Anfang gegen ein paar Wachen aus Atlantis, was man auch schon am Trailer sehen kann, ist also kein Spoiler. Die Wachen sahen ein bisschen zu sehr animiert aus, aber das ist meiner Meinung nach auch das Einzige, was aus dem Film negativ heraussticht. Die gesamte Unterwasserwelt wurde wunderschön und recht realistisch dargestellt. Gefiel mir sehr, sehr gut. Sprechen wir kurz über den Cast. Aquaman wird von Jason Momoa gespielt, der glaube ich die Top-Besetzung für diese Rolle ist. Er sieht auf jeden Fall deutlich besser aus als die Comic-Version aus dem Jahr 1941, wo er mehr als scheiße aussieht. Das neue Design ist da deutlich besser gelungen und so wie er da aussieht, verhält er sich auch im Film. Jason Momoa spielt die Rolle zwar mit etwas Humor, was ihn sympathisch wirken lässt, aber auch so, dass man Aquaman ernst nehmen kann. Er zieht ihn nicht in den Dreck oder stellt ihn sonst irgendwie lächerlich dar. Bisher konnte ich Aquaman noch überhaupt nicht leiden, was aber vielmehr an dem schrecklichen Design lag und ich der Meinung bin, dass man ihn so nicht für ernst nehmen kann. In der jetzigen Version würde ich sogar behaupten, dass er neben Flash und Green Lantern mittlerweile zu meinen Lieblingshelden im DC Universe zählt. Er bekommt zwar auch am Ende den orange-grünen Anzug, allerdings wirkt er bei ihm nicht ganz so schlimm. Begleitet wird Aquaman von Mera, gespielt von Amber Heard. Ihr Charakter ist ultra cool, weil sie wie der Avatar wasserbändigen kann. Und so gut wie das aussah, freue ich mich schon extrem auf die kommende Avatar-Serie. Sie macht auch einen super sympathischen Eindruck und spielt ihre Rolle echt gut. Ebenfalls zu erwähnen wären noch Nicole Kidman als Königin Atlanna und Willem Dafoe als Valko. Beide haben recht wichtige Rollen, die auch gut umgesetzt wurden. Der Soundtrack ist von Rupert Gregson-Williams und ist eher so eine spannende und epische Abenteuermusik. Die hat mir sehr gut gefallen und passt perfekt zur wundervoll gestalteten Unterwasserwelt. Der Credit-Song Everything I Need von Skylar Grey hat mir ebenfalls gut gefallen. Dazu habe ich ein Piano-Cover gemacht, das ich am Ende in der Endcard verlinke. Kommen wir nun zu meinem Fazit. Aquaman ist ein richtig gut gelungener Fantasy-Abenteuer-Superheldenfilm, der DC hoffentlich wieder auf den richtigen Weg führen wird. Er war visuell super, der Soundtrack passend und auch schauspielmäßig gut umgesetzt. Als einzigen Kritikpunkt sehe ich hier eventuell den Antagonisten Black Manta oder Black Manta, ich bin mir nicht ganz sicher, wie er hier ausgesprochen wird. Und zwar hat er sich Aquaman ein bisschen zu sehr aufgezwungen. Es war schon recht nachvollziehbar, aber es wirkt halt eher so, als ob er zu Aquaman gesagt hätte, hey, du bist voll cool, bitte nimm mich als Feind. Das hätte vielleicht ein bisschen realistischer dargestellt werden können, aber an sich war Black Manta oder Black Manta halt schon recht cool. Ich glaube, das Problem mit den bisherigen Filmen war einfach, dass sie zu düster und zu langwierig waren. Justice League, der ja wie Avengers die bekanntesten Helden in einem Film vereinen sollte, kam halt einfach zu früh und hatte halt keine Hintergrundgeschichte zu den neuen Charakteren und wurde dann noch zu schlecht umgesetzt. Er hätte halt eigentlich erst so in 2 bis 3 Jahren kommen dürfen. Aber dafür war Aquaman ja ein echt guter Film, den man empfehlen kann.
Von mir bekommt der Film, und da bin ich selber überrascht, dass ich einen DC-Filmer so gut bewerte, in seinem Genre Fantasy-Superhelden 8,5 von 10 mögliche Punkte und in Gesamtbewertung 8 von 10 mögliche Punkte. Ich hoffe, DC nimmt sich jetzt eher mal so das Konzept von Aquaman als Inspiration für kommende Filme, dass die ebenfalls so gut oder vielleicht sogar noch besser werden können. Falls du den Film schon gesehen hast, kannst du mir gerne deine Meinung unten in die Kommentare reinschreiben und gib dem Video einen Daumen nach oben, falls es dir gefallen hat. Vergiss gleich nicht, mein Piano-Cover zu Everything I Need von Skylar Grey anzuschauen, und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Milliarden werden sterben, es sei denn, du hilfst uns. Ich bin kein Anführer. Ich bin kein König. Atlantis hatte immer einen König. Jetzt braucht es mehr als das. Was wäre größer als ein König? Ein Held.